So, ich grüße euch zu einer neuen Aufnahme Let's Play Minecraft mit meinem neuen Mikrofon. Ich hoffe, ihr redet dieses Mal nicht so laut. Ich habe das Mikrofon schon einige Male getestet in Splinter Cell und da kam, ja, da fiel mir auf, dass es viel zu laut war. Aber egal, jetzt geht's auf jeden Fall weiter. Wir haben ja eine Höhlenerkundung geplant. Aber zuvor habe ich noch was, zuvor möchte ich noch etwas machen. Aha, okay, die Sonne geht unter. Ja, ich glaube, die Zeit reicht. Ich habe nämlich vor, jetzt ein bisschen Monster zu jagen. Einfach mal so zum Spaß. Damit wieder... Ja, Mietz, ich weiß, du freust dich auch, dass ich wieder da bin. Ja, alle freuen sich. So, zunächst brauchen wir eine Spitzhacke. Ich hoffe, die Musik ist gerade nicht zu laut. Ich glaube, ich sehe es mal ein bisschen leiser. So, ich glaube, das müsste reichen, die Lautstärke. Kann auch sein, dass es gerade viel zu leise ist, aber egal. Hauptsache, man versteht mich. Die Musik ist ja nur eine Nebensache. Und außerdem werde ich es eh gleich ändern, wenn die Nacht anfängt. So, zunächst brauche ich Eisen. Wir nehmen jetzt einfach mal sämtliches Eisen, was wir noch übrig haben. Und auch sämtliches Erz. Und bauen uns daraus ein Eisenschwert, mit dem wir dann... Ja, Mietz, ich... Ey. Ja, Mietz, ich weiß. Alle freuen sich. Keine Ahnung. Okay, wir bauen uns zuerst ein Schwert, ein Eisenschwert, genau zu sagen. So, mit dem restlichen Eisen bauen wir uns eine Rüstung. Ich hoffe, man hört gerade nicht mein Mausgeklicke. Die Maus ist ein bisschen laut. Aus dem Grund, weil, keine Ahnung. Weil die Maus halt so laut ist. Das kann ich nicht genau näher erläutern. Ist halt so. So, hier haben wir noch 4 Eisen. Was brauchen wir jetzt noch? Einen Helm, ne? Für einen Helm braucht man, glaube ich, 5 Eisen. Das heißt, wir brauchen noch ein einzelnes Eisen. Aber wir haben keins. Und die Nacht fängt auch gleich an. Ich möchte die Rüstung übrigens jetzt nicht tragen, weil die dann beschädigt wird. Ich will nur das Schwert verwenden. Für die Monsterjagd. Und vielleicht noch ein bisschen was zum Fressen. Jetzt können wir eigentlich was fressen, wenn wir schon dabei sind. Nam, nam, nam. Ja, soll ich einen Hund mitnehmen? Ich meine, so ein Wachhund ist auch nicht schlecht. Und dann erklären wir dem Monster den Krieg. So, ja genau, wir nehmen einen Hund jetzt mit. Wo ist denn da ein Hund? Bei unserem Haus, meine ich. Naja, dass hier Hunde sind, weiß ich. Na, los, du kommst mal mit. Und wir gehen jetzt auf Monsterjagd, während die Nacht jetzt einbricht. Ich weiß schon einen Ort, wo wir uns verteidigen können, beziehungsweise dem Monster den Krieg erklären können. Und der ist hier. Hier an dem Strand, bei den Oktopussen. Der Oktopusstrand, genau zu sagen. Ich glaube, so nenne ich den jetzt. Ich glaube, falls sie mal hier wieder hinkommen mit einem Schild, nenne ich den Oktopusstrand einfach mal so. Mietz, was machst du denn hier? Das ist kein Ort für Katzen wie dich. Ey, okay, ich ändere jetzt mal schnell die Playlist, ne, damit das Ganze ein bisschen dramatischer wird. Und zwar habe ich hier schon eine Höhlenplaylist vorbereitet. Und zwar ist die aus, ja, sämtliche Musik aus dieser Playlist, bis auf 2, sind aus Fallout New Vegas. Und ich hoffe, diese Musik ist ziemlich episch in der Nacht. Also, dann starten wir sie einfach. Ne, Quatsch, ich muss eine neue Playlist starten. Moment, gleich habe ich's. Wiedergabe. Na, nehmen wir mal die andere. Na, die ist zu leise. Die ist auch zu leise. Moment, ich hab's gleich. Sorry, dass ihr gerade warten müsst, aber ich suche gerade die richtige Musik, um uns richtig in Stimmung zu bringen für eine Monsterjagd. So, ich glaube, das müsste reichen. Ich drehe jetzt mal ein bisschen lauter. Und es geht los. Ich schalte auf easy. Die Nacht bricht an. Und die Welt wird langsam düster. Oder beziehungsweise nur der Ort, an dem wir gerade sehen. Die Welt ist ja nicht komplett dunkel. Ich glaube, wir warten hier einfach mal auf der Seerose und warten, was hier abgeht. Hey Hund, was geht ab? Da ist unser Haus. Und da ist die Sonne, die untergeht. Betrachte die Sonne ein letztes Mal, bevor wir den Monstern den Krieg erklären. Die Sonne ist jetzt in dem Moment untergegangen. Ach scheiße, mir fällt gerade ein, ich hätte einen Shader-Mod noch installieren sollen, bevor ich die Let's Play-Aufnahme wieder starte. Vielleicht im nächsten Part oder in der nächsten Aufnahmesession. Was ist denn da drüben? Ist das ein Haus? Hä, was ist denn da drüben? Seht ihr das? Was ist das? Oh mein Gott. Puh, ich werde hier schon richtig...
ich komme hier schon richtig in Stimmung. In einer aufregenden Stimmung. Sorry gerade für den Leck. So, sind denn hier schon die ersten Viecher da? Was ist das? Creeper Island. Oh Gott. Vier Creeper auf einer einsamen Insel. Was ist da vorne? Na egal, ist nicht so wichtig. Konzentrieren wir uns mal auf Creeper Island. Und erklären den Monstern den Krieg. Da kommt schon der Erste. Na komm her. Gib mir dein Schießpulver. Ey, die Musik ist viel zu langweilig. Moment. Oh, ich bin ganz schön fies vor dem Kampf gegen den Creeper. Stoppe ich die Musik. Also, wisst ihr was? Ich stoppe mal kurz die Aufnahme und dann tue ich eine passende Musik einfügen. Bis gleich. Na, wobei, die könnte passen. So, der Krieg ist eröffnet. Das war der Startschuss. Jetzt ist der Krieg hier im vollen Gange und da kommt schon der Nächste. Oh, der Hund. Ich dachte gerade, das wäre ein Enderman oder eine Spinne hinter uns. Na los jetzt! Zeig mir deine Kraft. Und ich rede nicht von Explosionen. Nein, nein, nein. Ja, nicht. Wenn du Boom machst, gibt's aufs Maul. Na gut, gibt's jetzt eh schon, aber dann gibt's doppelt aufs Maul, wenn du tot bist. Ist hier was auf dem Baum? Davon ist ein Skelett. Oh Gott, da ist noch einer. Ich dachte, es wäre nur einer. Kommt da was von der Seite? Nein. Und Hund, du bist völlig unfähig. Oh Gott. Puh, das war knapp. Fast wäre explodiert. Na los, Hund. Fass ihn. Okay. Jetzt killen sie sich schon selber. Hat der jetzt Schießpulver oder sowas gedroppt? Na, sieht nicht so aus. Da ist ein Skelett, seht ihr es? Es wartet auf uns. So, hier ist Creeper Island. Ich hätte mehrere Schirme. Oh Gott, der Slime. Boah, der Hund. Alter. Ja, Slime spawnen jetzt auf Sumpfbiomen, falls ihr das nicht wusstet. Deswegen ist jetzt einer gespawnt gerade eben. Gibt uns... Ja los, Hund, tu auch mal was. Was machst du denn da? Oh Gott, Skelett. Na gut, dann greif immer das Skelett an. Dein Herrchen befiehlt es dir. Was macht denn das? Oh! Okay, mir ist neu, dass Slime ist, tauchen können. Wahrscheinlich hat er seinen Freischwimmer in Slime... Oh, nee, ich fange jetzt nicht wieder mit den lahmen Wortspielen an. Lass mein Hund in Ruhe, du blöder Drecksack. Das ist unfair. Sag bloß, du hast ihn jetzt getötet. Na, du lebst noch, Gott sei Dank. Oh Gott, aber du bist fast tot. So, dann metzen wir jetzt noch diese Schleimis weg. Na, jetzt aber. Knampf. Da. Und Hund, sonst geht's dir gut, oder? Ja, freut mich. So, ich sehe hier unten sehr schlecht, aber... Gut, hier unten scheint nichts mehr zu sein. Außer dieses Schleimbälle und ein bisschen Experience. Und da ist noch ein Creeper. Okay, die nehmen uns hart ran anfangs. Beim Eröffnen des... Krieges gegen die NPCs. In meiner Beschreibung ab dem 50. Part habe ich ja geschrieben, dass wir jetzt die Monster den Krieg erklären. Und genau das habe ich jetzt wörtlich genommen. Wörtlich gemeint, meine ich. Und jetzt geht's richtig ab. Oh, da kommt ein Creeper, da kommt ein Creeper, da kommt ein Creeper. Okay, momentan sind es sehr explosionsreich, die noch ein Slime. Momentan sind die Feinde sehr explosionsreich und zahlreich auch. Sehen's ja. Gut, wie lange ist noch die Nacht? Wenn wir die Nacht überstehen, haben wir schon ein erstes Ziel erreicht und ein paar niedergemetzelt. Oh Gott! Oh! Mehr Notiz an mich. Nicht so nah an die Creeper rangehen. Oh, wir haben Schießpulver. Freue mich. Was ist denn das? Oh, eine Spinne. Geht baden. Na gut. Da sind schon ein paar Zombies. Ich glaube, diese Insel verdient zu Recht den Namen Creeper Island. Hier sind lauter Creeper schon wieder. Und da sind zwei Spinnen. Wir schnappen uns mal eine. Wir tauchen mal unter und erwischen sie. Oh, Experience und Slimes. Schleimball. So, jetzt tauchen wir wieder auf. Ist hier noch irgendwas? Wo ist eigentlich unser Hund? Hund? Wo bist du? Bist du tot?
Ich höre dich zwar bellen, aber wo bist du? Ah, da bist du. Okay, du solltest nicht hier draußen sein mit den wenig Leben, die du noch hast. Geh nach Hause. Gut, ich trau mich mal... Ich glaube, ich wage mich wieder auf Creeper Island ran. Creeper Island. Und da kommt auch schon ein Creeper zur Begrüßung. Boom! Creeper Island wurde in die Luft gejagt. Hallo? Hier scheint noch keiner zu sein. Ah, da hat jemand Zombie-Krebs, okay. Ah, da mehrere Zombie-Krebs. Und davon ein alter Gandalf, seht ihr den? Ja, los, Hund! Ah, Spinne! Ah! Ah! Nein, so nicht! Oh Gott! Ah! Ah! Na los, Hiffi, von hinten! Okay, dann nehmen wir von vorne. Ja, gut, gute Arbeit. Jawohl, nicht schlecht. Gut, man muss seine Viecher auch loben, die man bei sich hat. Sonst senkt dir deren Moral. Ja, wir bauen jetzt dann später so eine Armee von Hunden auf und hetzen die dann alle auf die Monster. Dann ist es echt ein Krieg, wie man es sich vorstellt. Krieg in Minecraft zumindest. Oh, Spinne will uns von der Seite angreifen. Aber es ist ja nicht gelungen, mich zu erschrecken. So, jetzt hat er voll in den Arsch haben. Arsch gerade. Oh Gott, Zombie von vorne. Beschützt die Flanken. Okay. Hier liegen ganz schön viele Rohstoffe und da unten unter Wasser. Und sehr viele Experience-Punkte. Okay, ich sammle sie mal alle ein. So viel Zeit muss sein. So. Sorry, ich glaube, ich tauche auch jetzt gleich wieder auf. Was ist denn da unten? Ist das eine Höhle oder sowas? Schade, dass wir keine Jack-O-Lantern bei uns haben. Dann könnt ihr unter Wasser Licht machen. Oh, Garten leck. Naja. Huch, da ist jemand in diesem Krater gespawnt. Hallo, du Kraterlose. Hey, wer hat dir erlaubt, diesen Erdblock zu greifen? Seit wann machen Zombies das eigentlich? So, tschüss. Und da sind auch wieder ein paar Slimes. Oh, was leck. Ey, wenn ich mit dem Leck gegen die ganzen Viecher kämpfen muss, dann kriege ich ja noch einen Anfall. Gut, hier scheint keiner mehr zu sein. Die Flanken sind auch frei. Dann schnappen wir uns noch diesen Zombie hier. Oh Gott! Oh Gott! Na los, Fifi! Tu deinen Job! Oh, au, Spinne voll auf unser Maul! Auf unser Maul! Auf uns, bei uns aufs Maul! Nein! Oh Gott! Oh, diese Spinnen sind sehr fies. Die sind theatralisch fies. Oh, neues Wort, theatralisch. Ich habe keine Ahnung, was theatralisch heißt. Aber ich habe es einfach mal so gesagt. Oh Gott, Skelett! Das sind die Bogenschützen der NPC-Armee. Ha! Ah! Scheiße! Na los, Fifi! Ah! Räch dich! Räch mich, meine ich. Nein, Fifi! Oh Gott, du stirbst gleich. Fifi! Oh! Fifi! Nein, Fifi! Oh Gott, unser Leben! Hilfe! Ah! Okay, schnell weg! Schnell weg! Wir ziehen mit den Kürzeren! Schnell unter Wasser, vielleicht können wir uns dadurch ein bisschen Zeit verschaffen. Regeneriere! Warum habe ich keine Tränke mitgenommen? Oh Gott! Es wird Tag! Ich muss wieder auftauchen! Hallo, regeneriere! Unter Wasser mindestens! Wo ist das Skelett? Okay, es scheint uns nicht mehr verfolgen zu wollen. Und aber Fifi ist gestorben. Okay, Verluste auf unserer Seite ist eine. Für fast wären es zwei gewesen. Verluste bei den Gegnern mindestens 10. Das ist doch schon mal ein Anfang. Scheiße. Aber wenn man bedenkt, wir kämpfen unsere ohne Rüstung. Oh, wir haben einen Pfeil am unserem Beinen. Naja. Das war erst der Anfang. Aber die wahre Schlacht. Verdammt. Die wahre Schlacht steht uns noch bevor. Das verspreche ich der Sonne. Bei meinem Leben. Die wahre Schlacht steht uns noch bevor. Und irgendwann werden wir alle Viecher hier von der Welt, alle Feinde
die es hier in Minecraft gibt, eliminieren. Das hier war jetzt gerade mal der Anfang. Und damit verabschiede ich mich für diesen Part. Ist zwar ein bisschen kürzer, aber dafür geht es im nächsten Part mit der Höhenerkundung weiter. Also, bis zum nächsten Part, Leute. Ciao. Tschüss, Sonne.